Hallo zusammen und willkommen zu diesem Video. Heute mal für euch im Test ein brandneuer Filter von der Firma Case. Und zwar ein variabler GND-Filter. Variabler GND-Filter. Jetzt war ich von der Bezeichnung tatsächlich erstmal ein bisschen verwirrt. Ein GND-Filter ist ja eigentlich ein Verlaufsfilter. Zum Beispiel ein Steckfilter, ein Plattenfilter, der im oberen Teil bedampft ist, abgedunkelt ist und im unteren Teil ist er dann transparent, also ohne Bedampfung. Das Ganze gibt es natürlich auch als Schraubfilter, aber variabel, tja, habe ich jetzt gedacht, okay, was erwartet mich denn jetzt bei einem variablen GND-Filter? Tja, und da ist er, der variable GND-Filter. Es ist grundsätzlich erstmal kein magnetischer Filter, es ist ein Schraubfilter. Das heißt, wir haben hier hinten ein Schraubgewinde und mit diesem Schraubgewinde können wir diesen Filter auf unser entsprechendes Objektiv schrauben. Ich habe hier zum Beispiel passend zu meinem 17-35 mm von Tamron den entsprechenden Filterdurchmesser gewählt. Da das Ganze natürlich spezifisch ist, das heißt nicht veränderbar, der Durchmesser, müsst ihr mal gucken, welchen Filterdurchmesser hat euer Objektiv und entsprechend hier dann den Filter kaufen. Jetzt sehen wir schon, es ist ein GND-Filter und zwar haben wir hier einen Verlauf von oben. Ihr seht, der obere Teil ist bedampft und der untere ist transparent. Wir haben einen soften Verlaufsfilter und zwar einen soften 09er Verlaufsfilter. Ja, aber wo ist jetzt das Variable? Das habe ich sehr schnell erkannt, denn wir haben an der Seite hier nochmal die Möglichkeit, einen entsprechenden ND-Filter zu verändern. Das heißt, wir haben quasi einen Kombifilter. Wir haben einen soften Verlaufsfilter, einen 09er Verlaufsfilter plus einen variablen ND-Filter. Das Ganze, den ND, können wir verstärken, indem wir hier an der Seite an diesem kleinen Einstellmechanismus, kleinen Einstellknubbel oder was es auch immer ist, das Ganze hier nach unten drehen. Und dann seht ihr, dann verändert sich hier der Effekt vom ND-Filter. Das heißt, er wird verstärkt. Deshalb variabler GND-Filter. Wie das Ganze jetzt in der Fotografie, in der Praxis aussieht, das testen wir jetzt mal. Jetzt gehen wir nämlich mal runter zum Strand und dann schauen wir mal, welche Auswirkungen jetzt hier dieser variable GND-Filter auf unsere Fotos hat. Was mir als erstes aufgefallen ist, ist, dass der eigentliche Filter hier vorne einen wesentlich größeren Durchmesser hat als der Filterdurchmesser, als das Gewinde, was ich im hinteren Teil des Filters habe. Damit hat man natürlich den Vorteil, selbst sehr weitwinklig hier beim Tannenrohr 17-35, bei 17 mm habe ich keine Randabschattung, das heißt, der Filter ragt mir hier nicht ins Bild. Das ist tatsächlich bauarttechnisch sehr gut gelöst. Wie funktioniert das Ganze jetzt? Wir schrauben als erstes natürlich unseren Filter vorne aufs Objektiv drauf. Und dann haben wir oben am Filter eine Markierung. Das ist ein kleiner Pfeil und den können wir ausrichten. Wenn wir diesen Pfeil nämlich genau oben zentriert auf unser Objektiv ausrichten, dann ist der Verlauf auch genau gerade unseres Verlaufsfilters. Das heißt, den können wir natürlich hier super, ohne vorne aufs Objektiv blicken zu müssen, ausrichten an unserem Objektiv und ausrichten am Horizont. Und wenn wir das getan haben, dann können wir jetzt zusätzlich die Filterfunktion des ND-Filters verstärken. Wir fangen mal hier bei der offensten Position an, das heißt mit der wenigsten Einwirkung des ND-Filters und dann können wir hier das erste Foto machen.
Ihr seht, im oberen Bereich durch den soften Verlaufsfilter kriegen wir eine schöne Abdunklung des Himmels und haben eine gleichmäßige Belichtung unseres Fotos. Die Einwirkung hier unten in der Verschlusszeit ist noch nicht so groß, aber das verändern wir jetzt mal. Und zwar können wir den ND-Filter hier stufenlos verstärken. Wir machen mal jetzt gleich, wir drehen ihn mal gleich ganz ein, dass er die vollste Wirkung hier hat. Dann seht ihr, dass wir damit die Verschlusszeit hier wesentlich verlängern können. Ein variabler GND-Filter, also von der Firma Case. Grundlegend natürlich eine sehr gute Kombilösung, wenn du nicht mit viel Gepäck unterwegs bist. Ich denke, hier sehe ich auch eine Anwendung für Videografen, die hier dann nur mit einem Filter arbeiten. Aber natürlich auch in der Fotografie, wie gesagt, super Kombi-Filter, wenn du damit leben kannst, dass der Verlauf hier fest ist. Das ist ja der Nachteil von GND-Filtern, die Schraubfilter, also Rundfilter sind und keine quadratischen Filter, also keine Plattenfilter, bei denen du natürlich problemlos den Horizont, die Höhe deines Horizontes anpassen kannst. Das heißt, hier bist du in der Bildgestaltung natürlich festgelegt auf den Horizont, der hier genau in der Mitte liegt. Aber wenn du damit leben kannst, wenn du dein Bild damit gestalten kannst und für unterwegs auch zum Beispiel nur kleines Gepäck haben möchtest, dann denke ich, sehe ich hier eine gute Anwendungsmöglichkeit für diesen variablen GND-Filter, der ja im Grunde ein Kombifilter ist aus einem soften Verlaufsfilter 09 und einem entsprechend variablen ND-Filter. Abbildungsleistung hat mich natürlich überzeugt. Ich habe auch nichts anderes von Case erwartet. Wir haben optisches Glas, das Ganze ist nanobeschichtet, das Wasser perlt hier wunderbar ab und auch mit der Verschmutzung hast du dadurch keine großen Probleme. Tja, variabler GND-Filter, ihr Lieben. Lasst mir doch mal gerne eure Kommentare, eure Meinungen zu solch einem Filter da. Wäre der vielleicht für den einen oder anderen von euch interessant? Könntet ihr euch vorstellen, diesen Filter zu kaufen, ihn zu nutzen, anstatt zum Beispiel eines klassischen GND-Filters, also einer Filterplatte, einer Einsteckplatte oder vielleicht sogar eines runden Verlaufsfilters? Das Ganze ja als Kombifilter. Was mich wirklich sehr positiv überrascht hat, war, dass ihr keine Randabschattung habt, denn der Aufbau ist ja doch ein bisschen stärker durch diesen variablen ND-Filter und trotzdem, also bei mir 17 mm beim Tamron, überhaupt keine Vignettierung in den Ecken, wirklich sehr, sehr positiv überrascht dazu. Lasst mir doch gerne mal eure Meinungen zu diesem variablen Filter in Form eines Kommentares da. Ansonsten, wenn euch hier diese kleine Vorstellung von dem variablen GND-Filter von der Firma Case ziemlich neu im Programm gefallen hat, dann lasst mir fürs Video gerne einen Daumen hoch da. Und wenn wir uns künftig in einem meiner neuen Videos wiedersehen wollen, dann abonniert doch gerne meinen Kanal. In diesem Sinne, bis dahin.